Und mit dieser Einleitung geht's los in eine neue Runde Let's Play. Wow, so viele Brickschädel hier. In eine neue Runde Let's Play Brickforce, der coole Sandbox Minecraft Action Game Sandbox MMO Shooter. Jawohl, genau so nenne ich ihn. So, ich habe jetzt ein bisschen Angst, ich habe nur mehr 11 Lebenspunkte. Mein Herz pumpert, der rote Rahmen die ganze Zeit, das steigert, ja, die Aufregung ein wenig. Ich camp hier, das mag ich zwar eigentlich nicht so, aber ich habe gerade irgendwie keine andere Wahl. Mit meinen Lebenspunkten kann ich da einfach nicht vorgehen. Aber ich kann hier einiges abstauben. Die Map ist richtig cool, eine selbst erstellte, die heißt irgendwas Sky Plateau, Sky Battle, irgend sowas, so nennt sich die Map. So, mal schauen, jetzt bin ich hier an einem anderen Punkt respawned, aber da ist die Sniper schon sehr gut. Also da habe ich mal zur Abwechslung direkt eine passende Waffe. So, da geht es ja richtig zur Sache. Bei beiden Teams fast alles voll. Wenn der mir ein bisschen zur Seite gehen würde, könnte ich da auch treffen. So, ja. Immer das Teamblocking. Gut, vielleicht gehe ich da einfach mal rauf. Anscheinend nimmt hier meine Kollegen sowieso niemand unter Beschuss. Au, schlecht. Schilling, schlecht. Ah, sehr schlecht. Aber 4 Kills. Platz 2 momentan. Das Ranking ist eigentlich egal. Es geht nur darum, hier um den Spielspaß. Natürlich, um was denn sonst? Nur um den Spaß geht's. Und solange man seine Kill versus Death Ratio, sage ich jetzt mal, oberhalb von 1 halten kann, also wenn man mehr killt, als man selber stirbt, dann ist das schon ein guter Punktestand. Natürlich können manche hier mit 8 zu 5, okay, das ist jetzt auch nicht so der Hammer. Ja, wie gesagt, die Punkte sind eigentlich egal. Es geht nur um den Spaß im Team und dass man hier vielleicht auch mal gewinnt, ein paar Punkte abstaubt und sich dann neue Figuren, Charaktere kaufen kann. Die Map sieht mir sehr witzig aus. Die grünen, schachbrettartigen Verteilungen. Au. Ja, der hat das geschickt gemacht jetzt, aber ich habe ihn gerade noch erwischt. Ah, das passiert mir jedes Mal. Gerade am Nachladen und ich habe einen Kopf im Visier, dann drücke ich ab und dann lädt er nach. Es gibt jetzt zwar Auto-Reload, das gab es nicht zu Beginn des Spiels, aber meiner Meinung nach sollte man direkt nachladen, wenn das Magazin auf 0 steht, weil sonst ergibt das ja nicht, naja, nicht wirklich viel Sinn. Außer man ist die ganze Zeit im Dauerfeuer, also mit der Sniper gibt es zumindest nicht viel Sinn. So, Rache ist süß, Baby. Das war mein Teamkollege und das lasse ich dir nicht so einfach durchgehen. Oho. Als ob er mich gehört hätte. Ja, das ist eine uncoole Spawn-Position, muss ich sagen. Wo ich hier gerade bin. Denn da habe ich wirklich nichts. Ah, Spawn-Schutz kommt schon weg. Und gerade wo sein Spawn-Schutz endet, bewegt er sich. Puh. So, jetzt klopft mein Herz schon wieder. Die Spannung steigt dann natürlich immer an. Jetzt darf mich echt gar nichts mehr treffen. Nicht mal ein kleiner Pistolenschuss. Ich glaube, nicht mal den würde ich überleben. Ah, jetzt wird es ja auch voll. Da respawnen ein paar andere. Ach, und erwischt. Okay, das waren jetzt zu viele. Naja, ein paar Kills habe ich. Wow, ich bin sogar ganz oben. Das bin ich ja hier nicht so oft gewohnt. Weil durch mein ganzes Geplappere kann ich mich nicht wirklich so top konzentrieren. Aber das passt schon so. Ah, das war ein bisschen zu weit nach oben. Hallo, das war doch wieder ein schöner Treffer. Und, jetzt. Und. Ach, die Lampen sind aber lustig. Also ich denke mir die ganze Zeit, das sind hier Bricks. Diese orangelichen Lampen im Hintergrund, die verwechsel ich die ganze Zeit mit Spielern. 61 zu 66, ein sehr ausgewogenes Match momentan. Das gefällt mir gut, wenn auch die Teams gleichmäßig verteilt sind, wenn überall ein paar Top-Spieler dabei sind und ein paar Anfänger, ein paar mittelmäßige.
Das ist schon gut so, wenn sich das so aufteilt. So, ich bin hier wieder an einer sehr ungünstigen Stelle eigentlich. Und die liefern sich hier gerade ein Match mit dem Werkzeug, mit dem Messer sozusagen. Und schon wieder, mein Cursor ist am Kopf und ich drücke ab und er lädt nach. Jetzt muss ich mir aber wirklich angewöhnen, von selber direkt immer nachzuladen. Beziehungsweise genauer drauf zu schauen, wann denn mein Magazin leer ist. Dass mir sowas hier nicht nochmal passiert. So. Platz da. Wie lautet dein Status? Ich will da jetzt aber irgendwo rauf gehen. Ah, ich bin hier jetzt. Ah, passender Respawn-Punkt. Direkt da wollte ich eigentlich hin. Zur Abwechslung mal ein anderer Punkt. Von hier kann man die hier ganz gut abknallen. Naja, Double Kill. Sehr fein. That's what I'm talking about. Wenn mir der hier aus dem Weg gehen würde. Okay, da ist jemand gekommen von unten. Dem hat das hier anscheinend nicht sehr gefallen, was wir da anstellen. Ist der jetzt noch immer da? Nein. Nicht mehr. Kann ich hier durchschießen durch das Gitter? Oder prallt der Schuss da irgendwo ab? Ja, das sieht nicht so aus, als ob man hier durch diesen Gitterbrick durchballern kann. Na gut, ich gehe hier mal wieder weg. Die Position wird mir hier schon ein wenig ungemütlich. Wow, jetzt stürmen hier alle vor. Ein Kill nach dem anderen. 90 zu 91. Das wird ja hier wirklich eine sehr spannende Partie. Und ich bin hier wieder direkt ausgeliefert. Ich bin Frischfleisch vom Feinsten. Ja, ein bisschen Schutz habe ich hier noch hinter der Leiter. Bam! Und komm, die letzten Kills, die will ich jetzt noch machen. Wenn die hier nicht alle die ganze Zeit diesen Schutz hätten. Und da verschwindet er genau noch im richtigen Moment. Und win! Mein Kill, der letzte. Feine Runde. 23 zu 10. Naja, geht ja. Die Map war gar nicht so schlecht. 8 Punkte gibt es hier vom Schilling dafür. Gespeichert. Das K wurde gespeichert. Okay. Passt. Gut, das K, so heißt die Map, Sky, vielleicht verschrieben. Die Map habe ich mir jetzt heruntergeladen, da könnte ich dann einen eigenen Raum eröffnen mit dieser Map. So, ich glaube, ich hole mir mal wieder irgendeine andere Waffe. Ja, ich glaube hier die Sniper, die werde ich mal benutzen, für einen Tag nur, das ist aber nicht viel. Okay, die lege ich mal gleich an, mal schauen, was mit der hier so geht.